Hey Leute, Techniker hier. Wir schauen uns heute das IQ-Link LCD Screen Upgrade Kit an für die bestehende IQ-Link Serie von Corsair iOS. Endlich ist das Upgrade Kit da, ihr könnt upgraden. Wie das Ganze funktioniert, schauen wir uns heute gemeinsam an. Allerdings würde das Video nur 30 Sekunden dauern, vermutlich, wenn wir dieses Ding installieren. Es ist so leicht, war das noch nie bei Corsair, irgendwas abzugraden. Ich glaube, RAM-Riegel irgendwie austauschen dauert länger, als dieses Ding zu installieren. Deswegen werden wir uns heute nicht nur dieses Teil anschauen, sondern werden auch relativ tief auch in die Corsair IQ Software schauen, in die aktuelle Version, was man denn hier mit dem Screen alles anfangen kann. Das Ganze machen wir jetzt gemeinsam. Los geht's! Endlich ist es soweit, wir schauen uns das IQ-Link LCD Screen Upgrade Kit von Corsair hier auf dem Kanal an. Wir werden unser bereits bestehendes System, was wir hier auf dem Kanal aufgebaut haben, mit den IQ-Link IO und IQ-QX Fans, die wir hier installiert haben, erweitern. Und zwar um dieses Schmuckstück, wo ihr euch fragt, brauche ich das jetzt, möchte ich das jetzt, gibt es Sinn, wie installiert man das und was kann ich damit alles in der Corsair IQ Software denn machen. Das Ganze werden wir uns heute gemeinsam anschauen. Eine kleine Sache vorab, wie gesagt, Video gab es bereits hier auf dem Kanal zu den IQ-Link Produkten und wie das ganze System, Ökosystem überhaupt funktioniert, was die Vorteile davon sind und wie es, was für Neuerungen es gibt bei den Corsair QX Lüftern, bei der neuen Lüfterversion, die IQ-Link kompatibel ist. Da werde ich das Video hier oben mal verlinken. Wir schauen uns aber jetzt das IQ-Link LCD Screen Upgrade Kit an. Sobald das Paket kam, dachte ich mir, okay, ich installiere das Ding jetzt und ich habe ziemlich Bock darauf. Mal sehen, wie man das Ganze funktioniert und der ganze Spaß war ziemlich schnell vorbei, denn ich habe innerhalb von, ich glaube, 45 Sekunden waren es, wenn ich mich nicht täusche, dieses Ding installiert gehabt. Verdammt schnell und verdammt unüblich für Corsair. Da frage ich mich, Corsair, was soll denn aus mir werden? Ich wollte eigentlich Sachen von Corsair irgendwie erklären, wie man sie installiert. Das Ding geht so einfach zu installieren, dass dieses Video eigentlich fast gar keine Daseinsberechtigung hat. Aber wir geben diesem Video eine Daseinsberechtigung, denn wie gesagt, wir schauen uns in der Corsair IQ Software etwas genauer um. Erstmal zum Produkt selber. Es geht um ein Screen Upgrade Kit für bestehende IQ-Link IOs. Sprich, falls ihr schon eine von den neueren IQ-Link IOs habt, die mit diesem Pumpenkopf, damit ihr es sondern da ganz weiß, schwarz, egal, kann man ganz bequem das IQ-Link LCD Screen Upgrade Kit dazu kaufen. Das Ganze gibt es in schwarz und in weiß. Die UVP liegt bei 99,90 €. Ob man jetzt 100 € nur für den Bildschirm für die IO ausgeben sollte und möchte, lasse ich jetzt mal auf Seite liegen, dieses Thema. Es ist jedem selber überlassen und gerne können wir darüber hier in den Kommentaren zwar diskutieren, aber ich bin ein großer Fan von Anpassungen von PCs und ein Screen ist natürlich die geilste Möglichkeit, das Ganze anzupassen. Natürlich auch nur, wenn es ordentlich umgesetzt wird in der IQ-Software. Das Ganze schauen wir uns aber dann auch gleich im Anschluss an. Was hier drin ist, ist ziemlich unspektakulär. Kleine Box, einmal aufmachen. Und hier drin liegt normalerweise der Pumpenkopf, den wir bereits installiert haben. Zwei Kabel sind hier beigefügt und zwar geht es darum, dass dieses LCD Screen Upgrade Kit zwar unten drunter solche Pins hat, die direkt aufsetzen auf dem Kühlkopf der IO und darüber kommunizieren. Allerdings muss die IO selber per USB-C und USB 2.0 Header separat ans Mainboard angeschlossen werden. Deswegen liegt hier im Lieferumfang einmal dieses LCD Screen Upgrade Kit dabei, einmal ein USB-C auf 9 Pin Header Kabel bei und falls ihr nicht ausreichend USB 2.0 Header Ports frei haben solltet, liegt hier auch ein USB 2.0 Header Splitter Kabel bei, sodass ihr nicht noch zusätzlichen USB 2.0 irgendwie Splitter Header irgendwas kaufen müsstet. Also hier alles dabei, was man braucht. Die Installation ist super easy, wie gesagt, Bruchteile von Sekunden. Ich will aber hier ein bisschen genauer darauf eingehen, damit man keine Fehler begeht. Es geht darum, dass man den ursprünglichen Pumpenkopf von der Corsair IQ-Link IO erstmal abnehmen muss. Dieser hat hier solche Zacken oben und unten, also wenn wir hier vom Corsair ausgehen, Corsair-Logo, hier oben diese Zacken. Und ich würde euch empfehlen, beim Entfernen auf jeden Fall den PC festzuhalten, sicherheitshalber, weil es
schon sehr gut drin hängt. Und hier oben mit einem minimalen Druck von oben, von unten ein bisschen reinzudrücken und die Kappe abnehmen, geht super easy von der Hand. LCD Screen Upgrade Kit rausholen, schön schauen, dass es mittig orientiert ist und zack draufdrücken. Hierbei auch den PC festhalten, je nachdem wie groß und wie schwer der ist. Weil es macht richtig Klack, wenn es drin sitzt, es sitzt ordentlich. Passt ein bisschen auf, dass falls ihr den Pumpenkopf anders orientiert installiert habt, ihr die Pins so anordnet, dass die zum gegenüberliegenden Stück auf dem Pumpenkopf eben passen. Nicht, dass es irgendwie verdreht ist und dann gibt es Probleme oder könnte es Probleme geben. Schaut wirklich, dass es passt. Zack, drauf gemacht, erster Part erledigt. Der zweite Part, es geht darum, dass die IQ-Link IOs einen USB-C-Anschluss haben im oberen Bereich neben den Lüftern auf dem Radiator selber, da wo ihr auch die IQ-Link-typischen Kabel ansteckt. Und da müssen wir aus dem USB-C Port raus mit dem beiliegenden Kabel und einmal mit dem neuen Pin USB 2.0 Header aufs Mainboard gehen oder wahlweise eben das optionale Kabel verwenden, um eben einen zusätzlichen USB 2.0 Header Port zu erzeugen und somit die AIO anschließen zu können. Und das war's eigentlich. Was wir uns jetzt anschauen sollten, ist auf jeden Fall ein bisschen die technischen Daten, die ich hier auch mal nennen möchte, der Vollständigkeit halber. Es geht darum, dass das Display ein IPS-LCD-Screen ist. Es geht darum, dass es eine 24-Bit-Farbtiefe hat und durch diese Verbindung aus Bit-Tiefe von 24-Bit und IPS haben wir eine sehr schöne Farbdarstellung, eine sehr schöne Farbtreue, die hier dargestellt wird, sehr schöne knallige Farben mit einer sehr hohen Helligkeit von 600 Candela pro Quadratmeter, die wir hier haben. 2,1 Zoll ist das Display groß. Es ist ründlich geformt, hat eine Auflösung von 480x480, also wirklich gestochen scharf, egal was man hier einstellt, und ist mit 30 FPS ansteuerbar. Das ist auch der Grund, weswegen dieses Kit dieses zusätzliche USB auf 2.09-Pin-Header eben benötigt, um diese Framerate fahren zu können. Es geht nicht nur um das Display, sondern es geht auch um das RGB, sprich alles, was das IQ-Link IO-Thema an sich schon kann, also diese Beleuchtung hier außenrum, ist hier bei der IQ-Link LCD Screen Kit auch nochmal zusätzlich mit mehreren RGB-LED-Punkten, und zwar sind es 24 RGB-LED-Punkte zusätzlich, die angesteuert werden können um den Screen herum, um noch krassere Effekte auf dem Ding zu projizieren. Von der Grundverarbeitung her ist es ähnlich gehalten wie das bestehende IQ-Link Pumpenkopfsystem, sage ich mal, also diese milchige Anthrazitfarbe, also in der schwarzen Version ist die so. Optik, damit das RGB nicht direkt durchscheinen kann, sondern wirklich sehr diffus und sehr gleichmäßig eben angezeigt werden kann, finde ich sehr schön umgesetzt. Was wir auf jeden Fall jetzt machen sollten, ist in die IQ-Software reinschauen. Ich will aber ein paar Themen schon mal vorwegnehmen, ein paar offene Fragen, die wahrscheinlich eurerseits bestehen. Es geht darum, kann man jetzt das LCD-Screen, falls man eben die Pumpenkopf irgendwie andersrum installiert hat, denn auch physikalisch in der Software drehen? Ja, das geht. Es ging lange Zeit bei den Corsair Elite LCD Upgrade Kit, also bei den vorangegangenen Versionen. Leider nicht softwareseitig. Das Ganze geht mittlerweile. Das will ich schon mal als Entlastung, sage ich mal, vorwegnehmen. Und die Software hat sich verbessert. Also man kann noch viel mehr Sachen einstellen. Es gibt wesentlich mehr Themes, die man eben drauf machen kann. Standardmäßig sehr schön auf die ganzen Sensoren zugreifen. Vor allem auch von den neuen Corsair QX-Lüftern. Also das ganze Ökosystem nimmt langsam wirklich eine sehr schöne Form an. Ich würde vorschlagen, wir werfen jetzt einen Blick in die Corsair IQ-Software. Das Ganze wird eine Weile dauern. Ich werde hier Chapters einbauen, damit ihr auch zu den jeweiligen Punkten springen könnt. Und los geht's! So, dann fangen wir mal an und schauen uns die Corsair IQ LCD Upgrade Kit frisch installiert in der Corsair IQ Software mal etwas genauer an. Wir haben hier das Link System Hub, das Firmware Upgrade wurde bereits getan. Wir befinden uns jetzt hier in der Software Version IQ Version 5.8.130 und die Firmware ist auf dem aktuellen Stand mit dem IQ-Controller mit 1.6.336 bzw. die LCD-Cap for Link-Coolers
ist bei Version 0.1.021. Wir schauen mal, was man denn hier so schönes alles einstellen kann. Als allererstes kriegt man hier direkt angezeigt, dass die IQ-Link eben ein LCD-Upgrade-Kit bekommen hat. Und man kann als allererstes natürlich die Beleuchtungseffekte einstellen, die kompletten Lüfter, die eben an dem IQ-Link-Controller angeschlossen sind und natürlich die Beleuchtung von IQ-Link selber einstellen kann. Also diese Umrandung, sage ich mal, hier außenrum. Wir werden da jetzt ein bisschen dran rumspielen, aber uns hauptsächlich gleich um das Display kümmern. Als allererstes fällt auf, dass man die Wasserfarben standardmäßig eingestellt hat. Sehr schön gemacht von Corsair, alles so ein bisschen weiß und alle Farben laufen so ein bisschen durch. Sehr schön gemacht, sieht auch sehr homogen aus hier das RGB. Wenn man genau hinschaut, sieht man tatsächlich einzelne RGB-LED-Punkte. Aber da muss man wirklich schon zweimal hinschauen. Ich weiß gar nicht, ob es durch die Kamera jetzt überhaupt sichtbar ist. Die Option der Audiovisualisierung bietet eben die Option, dass eben, wenn Musik läuft, eben alles zum Takt irgendwie mitgehen würde und man kann hier unterschiedliche Farben eben einstellen und Mikrofon und Wiedergabe und alles einstellen. Der Farbpuls ist eine pulsierende Farbänderung über die ganzen Lüfter und der I/O hinweg. Farbwechsel zeige ich kurz, aber ich glaube, er erklärt sich von selbst. Farbenverzerrung ist allerdings ein Effekt, der dynamisch über die Lüfter und über den Pumpenkopf hinweg springt. Wir haben die Farbwelle, die so schöne Kreise eben zieht um die jeweiligen Geräte immer in unterschiedlichen Farben. Man könnte hier aber auch die Farben zusätzlich nochmal konfigurieren und einzeln eben definieren. Der Herzschlag, klassisch pulsierend, sage ich mal. Die Laufleuchte, die man auch komplett farblich und geschwindigkeitstechnisch anpassen kann. Regen, ein sehr schöner, knalliger RGB-Effekt, der wirklich alles zeigt, was möglich ist hier. Wir haben den Regenbogen, den klassischen. Wir haben die Regenbogenwelle, also das Maximum an RGB, sage ich mal, was die Lüfter darstellen können, wird einfach durchgeballert. Wir haben die Regenbogenwelle, den Drehbündel, den wir hier auch noch anzeigen lassen können. Die sequentielle Beleuchtung sieht dann so aus, die wirklich Lüfter für Lüfter eben anspringt. Wir haben den Spiralregenbogen, das klassische Rainbow. Wir haben die Möglichkeit, Stroboskop-Effekt, temperaturbedingte Anzeigen, die man selber konfigurieren kann, auch nochmal zu machen. Und den altbekannten Visiereffekt. Benutzerdefiniert hat man die Möglichkeit, statische Effekte, Kräuseln, Wellen und so weiter alles zu machen. Über die Beleuchtungsverknüpfung könnte man jetzt Sachen einstellen, die über alle Geräte hinweg, sprich auch dem Corsair Dominator Speicher aktiviert werden, wie wir es hier sehen, dass der Corsair Dominator Speicher schön mitleuchtet. Sobald wir hier auf Rainbow gehen, ist es da drüben eben auch. Statische Farben, Spirale, Regenbogen. Regenbogenwellen und alles Mögliche, was wir hier denn sonst noch so haben. Wir können hier auch eine Tastenbeleuchtung machen, sprich je nachdem, was man eben drückt, wird eben das Ganze eben auch nochmal zusätzlich beleuchtet. Wir wollen uns aber jetzt mal um das Display kümmern, würde ich sagen. Man hat nämlich die Möglichkeit, hier die Bildschirmeinrichtung durchführen. Ein kleines Thema noch vorab, was viele Leute noch nicht so ganz klar ist. Es gibt hier immer Menüpunkte, die nennen sich Hardware-Beleuchtung bzw. Hardware-Bildschirm. Das sind die Modis, die zur Verfügung stehen, wenn die Corsair IQ-Software nicht läuft. Sprich, wenn ich hier bei Hardware-Beleuchtung einstelle, dass ich, hier das Visier haben möchte, dann würde tatsächlich während dem Bootvorgang dieser Visier die ganze Zeit laufen. Hier empfehle ich, eine statische Farbe zu nehmen, damit man weiß, okay, ist alles in Ordnung mit dem PC und nicht gleich irgendwelche krassen Effekte. Aber man könnte hier durch eine Auswahl an Effekten fest definieren, wie der PC starten soll. Und das Ganze gilt auch für den Hardware-Bildschirm. Sprich, ich kann hier zwischen der Standardeinstellung wählen oder eben ein vordefiniertes Bild-GIF, was ich selber auch nochmal anpassen kann und hinzufügen kann. So würde dann eben meine I/O mit diesem Logo oder diesem Logo oder natürlich ein vordefiniertes GIF, was ich mir aussuche, eben automatisch booten und es wird direkt in der IQ-Link I/O bzw. im Bildschirm gespeichert, sodass keine Software vonnöten ist, um dieses GIF laufen zu lassen. Wir schauen jetzt in die Bildschirmeinrichtung, denn hier gibt es so einige heftige Optionen, die uns geboten werden, die euch bestimmt interessieren. Corsair hat hier sehr gut gearbeitet in meinen Augen. Es gibt sehr viele voreingestellte Anzeigen, die sehr stylisch, sehr dynamisch aussehen. Unter anderem ist die Standardeinstellung dieses Concentric,
wo sich mehrere RGB-Streifen, sage ich mal, auf dem Bildschirm um die Anzeige wickeln sozusagen. Wir haben hier die Möglichkeit, auch auf die unterschiedlichen Sensoren zuzugreifen, je nachdem, was man verbaut hat. Die Mainboard-Temperaturen, die CPU-Kerntemperaturen, einzelne Cores, Pakettemperaturen, CPU-Auslastung. GPU-Auslastung, GPU-Video-Engine kann man hier auch nochmal auswählen, wie da die Belastung ist. Man kann hier den Dominator, die Temperatur von den einzelnen Regeln wählen. Und je nachdem, was man hier einstellt, wird das Ganze eben hier oben auch nochmal grafisch dargestellt bzw. nochmal angezeigt, was für eine Temperatur gerade angezeigt wird. Das ist schon mal eine sehr schöne Option, die man zusätzlich auch farblich anpassen kann. Also niedrige Temperaturen würden jetzt eben das Ganze in so einem bläulichen lila Effekt lassen. Sobald wir höhere Temperaturen erreichen, also höher als 60, dann würden eben orange, rot und ja, diese RGB-Farben, sage ich mal, das Ganze einnehmen. Und somit wäre auf den ersten Blick oder man würde sofort aus dem Augenwinkel sehen, was hier denn los ist oder nicht los ist. Sollte einem die Temperaturanzeige hier ein bisschen auf den Keks gehen, weil die dann doch relativ lang sind. Manche, wie hier zum Beispiel Dominator Platinum RGB DDR5 Temperatur 1, hat man hier die Möglichkeit, das Ganze auch nochmal zu ändern und zu sagen RAM-Temperatur oder Dominator Temperature oder irgendwas eben selber eintragen. Wir schauen gleich zur nächsten Option. Das ist die Single Bar, auch eine sehr schöne grafische Anzeige, um eben auf einen Wert zumindest zuzugreifen, den man natürlich auch wieder verstellen kann. Man kann die Farbe einstellen von dem Gradienten, Farbverlauf sozusagen von dieser Bar, die wir hier unten haben. Man kann den Hintergrund wählen und diesen farblich eben anpassen und nochmal definieren. Das Ganze geht natürlich auch. Die Labelfarbe, die Datenfarbe und wie vorhin bereits genannt, hier kann ich das Ganze umbenennen, falls mir diese Laufschrift auf den Keks gehen sollte. Die Möglichkeit hier Fade Fill ist auch ganz cool, denn hier wird nicht nur durch die Zahl angezeigt, welche Grad hier herrschen, sondern hier würde auch diese sich gerade hier befindende orangene Anzeige ebenso steigen und sich farblich auch anpassen, wenn die Temperatur eine gewisse Maximaltemperatur erreicht und eben nicht mehr orange dargestellt werden, sondern rot zum Beispiel. Kann man hier auch komplett frei definieren, was man möchte. Labelfarbe, Datenfarbe genauso und wie bereits gesagt, hier das Ganze auch nochmal ändern. Wir haben hier die Möglichkeit, Monitor auszuwählen. Das ist eine zusätzliche Möglichkeit, grafisch auch sehr schön gestaltet. Und hier genauer hinsieht, ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht, man hat hier so ja, diese typische Corsair Vengeance RAM oder die neuen Corsair 4000, 5000, 6000er Cases, 7000er Cases haben eben diese Maserung, dieses hier außenrum, so eine kleine dreieckige Wabenstruktur. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es nennen soll. Sieht auf jeden Fall sehr stylisch aus. Man kann diese auch farblich anpassen. Vielleicht kriege ich es damit hin. Genau, vielleicht sieht man es jetzt etwas schöner. So sieht es aus, diese schönen Dreiecke. Wirklich sehr schön gelungen. Vielleicht in Weiß sieht man sogar noch besser. Ich glaube, ja. Und hier ebenso Einstellung von den jeweiligen Temperaturfühlsensoren. Wir haben natürlich auch Zugriff auf die Temperaturfühlsensoren dank den QX-Lüftern. Wir können auf die RPM von denen zugreifen oder eben auch ebenso auf den Temperaturen. Ziemlich krass gemacht, was man hier alles denn einstellen kann, finde ich. Bild-GIF überspringen wir mal ganz kurz. Halten wir uns mal für etwas später bereit, denn da gibt es so vieles einiges zu erklären. Wir schauen erstmal die allen Grundfunktionen durch. Die nächste wäre die Aperture-Funktion. Es soll eben so einen Kameraöffnungsstil gleichen und da eben diese Animation außen rum halten. Hier kann ich genauso zwei unterschiedliche farbliche Anzeigen konfigurieren. Einmal für die niedrige Temperatur mit diesen Blau, Purple und dunkles Blau. Und sobald höhere Temperaturen herrschen, die ich natürlich hier auch anpassen kann, würde sich das Ganze eben farblich ändern. Die Labelfarbe und natürlich wieder die Anzeige, die man eben haben möchte. Dynamic Bar, ganz cool gemacht. Hier hat man hier eine dynamische Bar, die hier links beginnt. Und je nachdem, wie hoch die Temperatur steigt, also die Kühlmitteltemperatur oder die Package-Temperatur, hier sieht man es vielleicht ein bisschen, die CPU-Temperatur schwankt hier etwas. Sieht man, dass es sich hier oben füllt und würde hier einmal ringsrum eben bis auf 100% zum Beispiel hochgehen bei der Belastung oder bei Temperaturen, je nachdem eben, was man hier eingestellt hat, eben die jeweiligen Farben annehmen, beziehungsweise hier kann es auch, die Schrift auch nochmal angepasst werden. Wir haben hier Pattern Fill, das soll so eine
3D-Dot-Optik-Struktur sein, nenne ich es jetzt einfach mal hier, genauso die Möglichkeit, die Temperaturen anzupassen, beziehungsweise die farbliche Angleichung an die Temperaturen und die jeweiligen Limits der Temperatur, wie die Labelfarbe und die Datenfarbe. Der Doppelbalken bietet die Möglichkeit, ähnlich wie die Single Bar, die wir vorhin hatten, nur eben, wie es der Name bereits verrät, als Doppelbalken links und rechts, beziehungsweise oben und unten zwei unterschiedliche Temperaturen eben auszulesen. Wir haben hier einmal den Sensor 1 und den Sensor 2, also einmal oben und einmal unten, die wir anzeigen lassen können. Hier auch natürlich Zugriff auf alle möglichen Werte, die eben ausgelesen werden können von der IQ-Software, die ja sehr viele sind. Und natürlich die farbliche Anpassung, damit man das Ganze eben passend zum Team eventuell hier in so einem Feuerrot-Orange eventuell machen kann. Und hier genauso Maximaltemperaturen definieren kann. Wichtig ist natürlich bei solchen Anzeigen, dass man die Maximaltemperatur richtig konfiguriert. Weil wenn man eine CPU hat, die tendenziell bis 100 Grad geht und man meistens sich über 60 Grad befindet, wäre hier bei 60 Schluss. Sprich, die Bar ist so definiert, dass sie bis 60 hochgeht und alles, was über 60 ist, kann sie nicht weitergehen. Ähnlich wie wenn ihr im Auto 230 irgendwie maximal da stehen habt, aber eigentlich fährt eure Kiste 280. Also dieser Wert ist sehr wichtig anzupassen, nicht nur für die farbliche Angleichung, sondern auch für diese extra Option, eben falls man eben das Temperaturlimit sowieso überschreitet. Man kann das Ganze auch ausschalten, weiß nicht, was das für einen Sinn gibt, aber man kann es machen. Vielleicht nervt es in manchen Situationen. Man kann ja auch bei Corsair IQ Software sehr schön Profile definieren, die spezifisch sind zu der jeweiligen Software, die gerade läuft. Und man könnte zum Beispiel sagen, ich möchte gar nichts angezeigt haben, während ich zocke, da stresse ich mich nur irgendwie, welche Temperaturen ich habe, und das Ganze so definieren. Eine Anzeige, die wir noch haben, ist Turbo. Sehr freakige Anzeige, sieht irgendwie so nach Dancehall aus, ist glaube ich ziemlich stressig, soll die Drehung der Pumpen oder des Pumpenkopfs da drin, denke ich, imitieren oder ähnlich wie bei einem Custom Loop, wo man eben sieht, wie das Wasser durchläuft. Das so darstellen, hier hat man genauso wieder Zugriff auf einen gewissen Wert, den man wirklich, den man farblich auch hier nochmal anpassen kann und per Maximaltemperatur zum Beispiel wieder oder Maximalauslastung selber definieren kann. Wir haben die Möglichkeit auch eine Uhr anzuzeigen, mittlerweile sehr beliebt. Hier Sekundenzeiger wird hier zusätzlich angezeigt, was man hier in der Kamera schön sieht. Stundenzeiger, Minutenzeiger, farbliche Anpassung möglich. Hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet von dieser Anzeige. Man kann uhrentechnisch wirklich stylische Sachen darstellen. Da hoffe ich, dass Corsair ein bisschen was nachliefert. Denn hier so eine schöne stylische Uhr würde ich wesentlich schöner finden als dieses konzentrische irgendwas mit digitaler Anzeige. Finde ich ein bisschen unschön. Man könnte hier Schöneres reinbasteln, definitiv. Man kann benutzerdefinierte Bildschirme laden. Also man kann sich hier mehrere Anzeigen eben reinprogrammieren und eine sogenannte Karussellfunktion machen. Ich könnte hier zum Beispiel erst die Concentric-Anzeige, dann die Single Bar und kann selber natürlich auch wählen, wie lang soll sie laufen, bevor sie dann zum nächsten läuft. Also hier würde 30 Sekunden lang die Single Bar durchlaufen, sobald die 30 Sekunden rum sind, würde das Ganze auf Concentric wechseln und so weiter und so fort. Hier kann ich alles reinfügen, außer GIFs sehe ich gerade. GIFs geht wohl nicht in dieser Karussellfunktion. Bisschen schade, aber nein, wäre auch eine coole Option, wenn man das Ganze hier auch noch mit reinnehmen könnte. Wir löschen das Ganze mal, um eine Cleanness zu haben. Und jetzt schauen wir in den wohl wichtigsten Punkt, und zwar Bilder und GIFs. Bild spricht, glaube ich, für sich. Hier haben wir die Möglichkeit, aus den drei vorgefertigten Corsair IQ Software Bildern zu wählen. Diese werden, wie wir es von der Corsair IQ Link I.O. bereits kennen mit LCD-Bildschirm, genauso hier bei der Version, bei diesem Upgrade-Kit, werden diese sofort übernommen. Das ist das Schöne bei der Corsair IQ Software. Wir werden es dann auch bei GIF sehen, wie schnell das Ganze funktioniert. Erstmal kümmern wir uns um die Bilder. Die Bilder kann man hier auch von der Größe her anpassen, falls es nicht ganz passen sollte. Wobei die Corsair Software hier einen verdammt geilen Job macht, denn ich habe vorhin ein paar GIFs reingeladen und es schneidet automatisch recht korrekt aus. Also nicht, dass man hier zu viel Schwarz hat oder recht zu viel Schwarz, sondern wirklich schön mittig. Sehr schön, ansonsten könnte man das Ganze hier anpassen. Man kann GIFs und Bilder drehen. Was ich bis jetzt noch nicht gefunden habe, ist die Option, den Bildschirm komplett zu drehen. Werden wir uns auch gleich nochmal anschauen über die Geräteeinstellung, ob es hier eine Option gibt. Ansonsten muss die I/O so verbaut werden mit den Schläuchen nach rechts, damit diese Anzeige so gerade stattfindet.
Hier über Plus hat man die Möglichkeit auf PNG, Bitmaps, JPEGs und also JPG und JPEGs ist ja dasselbe, zuzugreifen und Sachen zu laden. Die GIF-Funktion ist in der Regel standardmäßig nur mit diesem GIF ausgestattet. Damit kommt die AIO standardmäßig. Alle anderen GIFs habe ich mir jetzt heruntergeladen. Da werde ich euch auch gleich noch mal kurz zeigen, wie das Ganze am besten funktioniert. Ich benutze da immer folgenden Trick. Einmal auf Google gehen und dann eben in Google direkt wirklich GIF eingeben und dann, was man möchte. Und dann die Datei runterladen, am besten auf dem Bildschirm, auf dem Desktop irgendwo hinspeichern, einen schönen Namen geben, damit man das Zeug wiederfindet. Und dann hier über den Plus-Button ja, das jeweilige GIF auswählen. Wir machen das jetzt mal zum Beispiel mit dem hier. Man kann hier das GIF reinladen. Wie ihr seht, ist es sofort im Bildschirm. Das ist mega cool umgesetzt. Also man muss es nicht reinladen, sondern es ist wirklich direkt one-to-one, das was hier dargestellt wird. Man kann es auch one-to-one auch anpassen und schauen, okay, ist es jetzt mittig? Habe ich jetzt die Hand mit drauf? Habe ich sie nicht mit drauf? Möchte ich weiter reinzoomen? Möchte ich weiter rauszoomen? Ihr werdet sehr oft merken, dass sehr viele Sachen, die man lädt, ich weiß nicht, ob ich hier noch ein Beispiel eventuell habe. Ich probiere es mal kurz. Ich glaube, ich habe hier noch was. Und zwar, wenn GIFs zu klein sind. Ich glaube, das hatte ich bei dem da. Genau. Wenn GIFs zu klein sind, werden die automatisch schon so skaliert, dass es passt. Aber wenn die Auflösung zu gering ist, dann würden die nicht den kompletten Bildschirm ausfüllen. Ich habe jetzt, also ich glaube, ich habe die alle gelöscht, wo es nicht funktioniert hat. Aber ihr seht, was ich meine. Also je nachdem, wie hochauflösend das eigentliche Bild ist, wird hier automatisch schon eine Zoom-Stufe angewandt. Und wenn das Bild in der Theorie eine zu kleine Qualität hat, sozusagen, geht es gar nicht größer zu machen, weil dann würde das Ganze verpixelt aussehen und nicht schön aussehen. Deshalb, da hat Corsa, sage ich mal, vorgesorgt, ein sogenannter Noob-Filter, damit man hier nicht irgendwas reinlädt, was dann total pixelig und breiig aussieht. Wie ihr seht, hat man hier einen Speicher und dieser Speicher ist so konfiguriert, dass man hier wirklich direkt zack, 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 zack die einzelnen GIFs durchschalten kann und diese werden sofort an die AIO weitergegeben und sofort auch angepasst. Sehr schön natürlich hier, dass wir ein IPS-Panel haben. Man sieht also eine sehr schöne Farbdarstellung. Ich hoffe, es kommt auf der Kamera gut rüber, aber es sind gestochen, schöne, scharfen Bilder zum einen durch das hochauflösende Panel und zum anderen eben auch sehr schöne Farben und vor allem auch eine sehr hohe Blickwinkelstabilität, die geliefert wird, wenn man bestimmte Effekte einstellt, dass die Farben sich nicht verfälschen, wenn man seitlich irgendwie in den PC reinschaut. Das hier wirklich sehr, sehr, sehr schön gemacht. Was ich ein bisschen vermisse tatsächlich, ist die Option, GIFs mit Anzeigen zu kombinieren. Das kennen wir vielleicht von anderen Herstellern. Das ist ein Punkt, den ich mir von Corsa wünschen würde und ich hoffe, ich werde das auf jeden Fall weitergeben, dass man hier zum Beispiel so was Schönes machen kann, wie wir es hier haben oder hier eine Matrix eventuell und einfach hier die CPU-Temperatur einfach ganz klassisch drüber legen kann. Das geht wohl noch nicht. Wie gesagt, die Hoffnung ist groß, die Entwicklung ist auch immer sehr gut und sehr breit gefächert bei Corsa, die implementieren immer mehr Sachen. Ich denke, dass das hoffentlich sich bald zu Herzen genommen wird, denn es wäre natürlich eine coole Option, eigene Backgrounds sozusagen als GIF zu machen, wie wir es hier haben, und dann schön hier die zwei, drei Temperaturen, die einen eigentlich interessieren, eben anzuzeigen. Wir schauen jetzt mal ein bisschen, ob man das Display drehen kann, denn ich glaube, das geht nicht. Also man kann die Farbe des LCD-Bildschirms schwarz-weiß wählen, es dient aber nur der Anzeige innerhalb der Software. Also wie ihr seht, passt es sich dann hier hinten dann an. Das ist nur eine Einstellung, die wurde standardmäßig dann das Schwarze genommen. Ich weiß nicht, ob es standardmäßig gemacht wird oder gepasst hat. Und man kann hier die LCD-Bildschirmausrichtung durchführen und den Bildschirm tatsächlich drehen. Und zwar nicht nur bei den GIFs, so wie wir es jetzt hier haben, sondern auch bei dieser Anzeige geht es. Sehr schön. Endlich, zum Glück, implementiert worden von Corsair. Ging nämlich lange Zeit mit der alten AIO leider nicht. Corsair hört hier auf die Community und es wurde sich gewünscht oder eigentlich stand es aus, dass man es unbedingt macht und sagt, das Ganze geht. Man kann die LCD-Bildrate hier einstellen. Was macht das für einen Sinn? Naja, wir haben hier 30 Frames, die maximal über die AIO laufen können. Natürlich tun mehr Frames für ein GIF, was drauf läuft, mehr Leistung fressen. Also in der Theorie könnte ich auch die GIFs hier runterschrauben. Allerdings sieht man bereits, ja, schon bei diesem Effekt, guck mal, wie ruckelig das aussieht.
5 Frames, 10 Frames die Sekunde, das geht. Also ist brauchbar. 20, aber richtig geil flüssig sind halt 30 Frames. Da geht einfach nichts drüber. Da hat man einen schönen Smooth-Effekt. Hier kann man die Firmware upgraden und alles machen. Aktualisierung fehlgeschlagen. Liegt aber daran, weil ich gerade aktuell kein Internet habe. Keine Sorge, diese Funktion funktioniert einwandfrei. Auch die Einrichtung. Alles komplett ohne Probleme. Corsair-typisch kann man bestimmte Sachen hier bei der IQ-Link AIO einstellen, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte, denn diese sind bei der IQ-Link AIO eben vorzufinden. Es geht hier heute um das Display und die Optionen, die über das Display gemacht werden können. Und ich glaube, wir haben hier einen sehr schönen Einblick dessen bekommen, was man hier mit dem Display einstellen kann. Ein kleines Fazit von meiner Seite nach dem Umbau: IQ-Link LCD Screen Upgrade Kit kaufen oder nicht kaufen. Das Ganze ist hier auf dem Kanal ein großes Thema. Es geht sehr viel um Anpassungsfähigkeit von PCs, dynamische Darstellung, coolere Möglichkeiten, Sachen zu implementieren, schöne RGB-Effekte. Auf jeden Fall definitiv für 99 Euro eine Kaufempfehlung, wenn man auf sowas natürlich steht. Es gibt natürlich sehr viele Leute, die wesentlich mehr Wert legen auf Performance und Preis-Leistungs-Verhältnis. Da stellt sich natürlich die Frage, brauche ich jetzt denn unbedingt irgendwie noch einen Screen neben meinem Triple-Monitoring-Setup noch irgendwie im PC, damit es cool aussieht? In meinen Augen ja, denn es sieht definitiv ziemlich cool aus und man kann wirklich systemrelevante Informationen anzeigen lassen. Und dank dem schönen Corsair IQ-Link-Ökosystem, was geschaffen worden ist mit den Corsair QX-Lüftern, mit dem Dominator-Speicher, und den ganzen Informationen, die man über die Corsair IQ Software auslesen kann und in diesem Display auch darstellen kann, finde ich das Ganze sehr wohl sehr schön umgesetzt seitens Corsair und kann hier, wenn man ein Display möchte und ein IO mit Display, definitiv auf dieses Thema setzen. Gibt es denn Sachen, die mich jetzt gestört haben oder die ich an Corsair weitergeben möchte, um das Ganze zu verbessern? Es gibt einen großen Wunsch, den ich habe. Es ist nichts, was jetzt gestört hat, aber eine Sache, die mich jetzt als super Ästhet, wenn es irgendwie so um RGB und Einstellungen geht, mich nicht enttäuscht hat, sondern ich mir noch wünsche und ich denke, dass der Corsair was machen wird. Es geht darum, dass man keine GIFs einstellen kann, wie man möchte, so. Ich nenne es jetzt mal Wallpaper-mäßig mit so Effekten wie zum Beispiel so einen Matrix-Regen und nicht darauf nochmal zusätzliche Informationen anlassen zeigen kann. Das wäre so ein kleiner feiner Punkt, den ich mir von Corsair noch wünschen würde, wenn das noch implementiert werden würde. Wahrscheinlich mitunter eins der geilsten LCD-IOs, die es gibt und auch von den Einstellmöglichkeiten auch wirklich sehr geil. Vielen Dank natürlich geht raus an Corsair Deutschland für die Möglichkeit, heute das Ganze hier vorzustellen. Hier unten findet ihr die Links zu den jeweiligen Produkten. Vielen, vielen Dank auch nochmal für die Unterstützung für diesen Kanal. Auch, dass ihr fleißig die Videos schaut. Denkt an das Abonnieren und die Glocke irgendwie anmachen, damit ihr auch kein Video mehr verpasst. Da würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ciao! Is it what do you see as it twists its eyes beneath our feet? What do you see?